Hi zusammen, hier ist Philipp von basictutorials.de und ihr hört mich hier gerade über das verbaute Mikrofon des SteelSeries Arctis Nova 1 Gaming Headsets. Das Gaming-Headset schlägt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 70 Euro zu Buche und wird via 3,5 mm Klinkenkabel mit Desktop-PCs, Notebooks, Konsolen oder Smartphones und anderen Mobile-Devices verbunden. Technisch setzt das Gaming-Headset auf 40 mm große Neodymium-Lautsprechertreiber, die einen Frequenzgang von 20 Hz bis 22.000 Hz abdecken und dabei eine Impedanz von 36 Ohm bieten. Als Mikrofon kommt ein Clearcast Gen 2 Mikrofon mit zweifach gerichteter Geräuschunterdrückung zum Einsatz, dessen Frequenzgang zwischen 100 Hz und 10.000 Hz liegt. Besonders praktisch ist dabei, dass die gesamte Bedienung des Headsets direkt am Kopfhörer vonstatten geht. Hier gibt es einen Lautstärkeregler und einen Stummschalteknopf. Das Mikrofon lässt sich dabei vollständig im Headset versenken. Wie bei den deutlich teureren Gaming-Headsets von SteelSeries kannst du allerdings auch in der Begleitsoftware SteelSeries so nah direkten Einfluss auf die Klangqualität und die Mikrofonqualität nehmen und dabei beispielsweise die Geräuschunterdrückung per KI einschalten oder verschiedene Presets auswählen. Ja, und wenn gleich die Einstellungsmöglichkeiten am Headset relativ begrenzt sind, muss man doch sagen, dass das Arctis Nova 1 hier schon einen sehr guten Klang realisiert und auch die Mikrofonqualität gemessen am Preis überzeugen kann. Wenn du mehr über das SteelSeries Arctis Nova 1 Gaming Headset erfahren möchtest, dann liest dir doch einfach unseren Testbericht auf basictutorials.de durch, den wir natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt haben.